Heute nimm mich eigentlich mit in einen ganz dunklen und tiefen Keller. Kommt's mit? Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum hier im Saal. Und zu Hause vor den Fernsehgeräten. Zu meiner Rechten Gabi Stoll. Und zu meiner Linken Friedrich Schweiger. Wir als Obleute dürfen Sie heute ganz herzlich bei uns in der Kellerei begrüßen. Der Mittelpunkt meines Heinrichs-Lebens und ihres Julias. Aber okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du an einer Frau was Schreckliches antust. Herr Bürgermeister, die Kellerei wurde ja auf Ihre Initiative hingegründet. Ja, das ist richtig. Wie ich 2010 Bürgermeister geworden bin, habe ich mir alle Räumlichkeiten und Einrichtungen der Gemeinde angeschaut und bin auch dann auf diesen Keller gestoßen und am Kindergarten Taschergasse. Und das war für mich die ideale Location für eine Kleinkunstbühne. Wir haben dann längere Diskussionen geführt im Gemeinderat. Und letzten Endes ist es zu einem einstimmigen Beschluss gekommen und wir haben mit 250.000 Euro Aufwand diese Kellerei hergerichtet. Was macht denn Kunst und Kultur so wichtig? Ich glaube, da gibt es viele Facetten von Kunst und Kultur. Zum einen ist es die Pflege der Tradition und auf der anderen Seite Kunst und Kultur öffnet auch immer wieder neue Sichtwinkel in der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist besonders wichtig, dass man den Horizont auch in andere Richtungen anschaut. Und was macht die Kellerei zu so etwas ganz Besonderem? Das ist die besondere Atmosphäre, das Ambiente herin, von der Einrichtung sehr liebevoll eingerichtet worden, von den Kellerratten, vorwiegend von der Spechgitte gestaltet worden. Wenn man da reinkommt, dann hat man schon das Gefühl, dass man wirklich in einer Kleinkunstbühne, in einer Kellerei ist. Und das merkt man auch dann beim Feedback vom Publikum. Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Kellerei? Ich wünsche mir, dass der Verein die Kellerei weiterhin so ambitioniert arbeitet und ein entsprechendes, anspruchsvolles Kulturprogramm den Reutnerinnen und Reutern anbietet. Ich wünsche mir aber auch, dass diese Kleinkunstbühne geöffnet wird für viele Schichten, für Kinder, für Jugendliche und dass das eine offene Begegnungsstätte für Reuter wird. Wie ist es zu diesem außergewöhnlichen Kellerlokal gekommen?
Kultur braucht Visionen und solche Visionen hatte der Bürgermeister Oberer. Im Jahr 2012 hat er uns, einige meiner Kollegen, gebeten, einen Verein zu gründen und diesen Betonkeller unter dem Kindergarten in der Tauschergasse mit Kultur zu füllen. Das haben wir gerne gemacht, wir haben viel nachgedacht und im Jahr 2013 ist das Lokal umgebaut worden. Im November konnten wir eröffnen und inzwischen sind wir schon im dritten Jahr unseres Schaffens. Und wie wird die Kellerei angenommen? Ja, Kultur braucht Publikum. Wir sind mittlerweile in der glücklichen Lage, dass wir 250 Vereinsmitglieder haben, die uns positives Feedback geben, die unsere Leistung anerkennen und die uns auch mit zahlreichen Besuchen beglücken. Unsere Traumvorstellung oder das Selbstverständnis der Kellerei schaut vielleicht so aus. Auch wenn ich jetzt einmal den Künstler, die Künstlerin nicht kenne, kann ich mit viel Vertrauen in die Kellerei kommen und kann sicher sein, dort ein handverlesenes Kulturprogramm genießen zu dürfen. Ich bin auch blond. Ich habe auch tiefseeblaue Augen. Ich habe auch einen sanften Mund. Sag Anna zu dir, bitte. Anagramm. Nicht. Ananas. Nicht sprechen. Anabolika. Nicht sprechen. Anarchie. Nicht lügen. Anaconda. Blumen. Anapest. Anatomie. Wie macht die Kellerei ihr Programm bekannt? Kultur braucht Öffentlichkeit. Und die Regionalzeitungen und auch das Regionalfernsehen steht uns von Anfang an zur Seite. Wir plakatieren fleißig, wir pflegen unsere Facebook-Freunde, wir schreiben Newsletter und wir haben ganz eine tolle Webseite www.diekellerei.at. Da kann man alles über unsere Aktivitäten, unser Programm und das Vereinswesen erfahren. Und wie wird das Programm erstellt? Kultur braucht Künstler. In unseren Jahresprogrammen, die wir in der Regel so 1,5 Jahre zuvor erstellen, versuchen wir einen Mix aus internationalen Größen, aus unbekannten Künstlerinnen und Künstlern, die wir dem außerferner Publikum unbedingt vorstellen wollen, und aus aufstrebenden Newcomern. Musiker aller Richtungen, Schauspieler und Kabarettisten aus dem Nahen, Außerfern, aus Tirol, aus dem Rest von Österreich, aber auch internationale Künstler und Künstlerinnen versuchen wir hier nach Reutte zu bekommen. Wir versuchen, einen bunten Mix zusammenzustellen, sodass für jeden Publikumsgeschmack etwas dabei ist. Und wie wird jetzt das Ganze finanziert? Kultur braucht Geld. Eintrittsgelder und Mitgliedsbeiträge können leider nicht alle Kosten abdecken, die wir haben. Deshalb sind wir froh, dass wir öffentliche Unterstützungsgelder bekommen, natürlich vom Land Tirol und in besonderer Weise von der Marktgemeinde Reutte. Wir sind auch sehr froh, dass wir private Sponsoren haben. Die Hyperbank hilft uns sehr und die Kaufmannschaft Reutte und der Tourismusverband Reutte stehen uns das ganze Veranstaltungsjahr zur Seite. Und die ganze Arbeit, wer macht die jetzt? Ja, Kultur braucht Besessene. Wir vom Vorstand und viele freiwillige Helfer, wir arbeiten alle ehrenamtlich aus Spaß an der Kulturarbeit. Für die einen ist es die Kellerei, für uns ist es das zweite Wohnzimmer. Friedel, ich glaube, es geht weiter. Mei, bitte drück den Gong. Also bis jetzt ist es ein wahnsinnig spannender und lässiger Abend da in der Kellerei, aber jetzt muss ich mich schleinen und wieder auf mein Plätzli zurück.